Hier laufe ich immer lang, wenn ich in den Wald gehe. Da muss man nicht durch die Häuser. Früher war das eingezäunt. Am Anfang bin ich durch hohes Gras gelaufen. Ich weiß noch, wie ich gedacht habe damals, wenn ich jeden Tag hier lang gehe, ist da irgendwann ein Weg. Ich habe mal gelesen, dass man in der Permakulturplanung, zum Beispiel bei einem Neubaugebiet, erstmal beobachtet, wo die Leute herlaufen und erst dann genau da die Wege anlegt. Das hat mir gefallen. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Ich bin Asra. Ich habe Permakulturkurs mitgemacht und Permakultur ist so was Spannendes und das ist wie so ein Wegweiser sein für alle Bereiche des Lebens. Also ich möchte euch davon erzählen und ganz viel zeigen auch. Permakultur kommt aus Australien. Bill Mollison und David Holmgren haben sie in den 70er Jahren als nachhaltiges Konzept für Landwirtschaft und Gartenbau entwickelt. Sie hat sich weltweit verbreitet und wurde zu einer ökologischen Lebensphilosophie. Crystal Waters war die erste Permakulturgemeinschaft. Sie existiert seit 30 Jahren. Ein wunderschönes Stück Land mit offenen, herzlichen, kreativen Menschen. Permakultur, ist das nicht, wenn alles durcheinander wächst? Ja, manchmal wächst alles wie Kraut und Rüben durcheinander. Sieht jedenfalls so aus. Aber dass das nicht unbedingt so sein muss und dass Permakultur mehr ist als Ökolandbau, das habe ich erlebt bei Johanna Häger auf dem Hof. Sie hat einen Permakulturhof geschaffen, den Stein-Häger-Hof in der Uckermark. Wie sie das alles geplant, verändert und gestaltet hat und warum, darüber hat Johanna Häger ihre Diplomarbeit im Fach Permakulturdesign geschrieben. Also, als wir hier angekommen sind, gab es keine Bäume, keine Sträucher. Es war alles ebene Sandfläche. Es gab 11 Bodenpunkte auf einer Skala von 0 bis 100, also ein ganz, ganz schlechter Boden, ganz armer Boden, sehr mager. Und es war aber klar, dass auf diesem Gelände ich genau das umsetzen kann, was ich mir vorgestellt habe, nämlich dass die Gebäude am höchsten Punkt in der Landschaft liegen, dass ich über die Dächer ganz viel Regenwasser ernten kann und dann nach Süden durch die Gravitation, also durch die Erdanziehungskraft, das Wasser so durchs Gelände leiten kann, dass es möglichst lange zurückgehalten wird. Diese Diplomarbeit, sie heißt Klimawandeln und das spielt mit dem Lustwandeln-Wort, weil es ein bisschen sowas wie ein öffentlicher Landschaftspark ist. Und es geht natürlich auch darum, dass der Klimawandel, der im Moment von uns Menschen so stark beeinflusst ist, dass wir durch unser Verhalten den auch in die andere Richtung beeinflussen können. Gärtnern ist ein ganz, ganz persönliches. Ne? Wir tragen alle Bilder vom Paradies in uns und die drücken sich in unseren Gärten aus. Und deshalb sollte jeder Mensch so gärtnern können, dürfen, wie er oder sie möchte, solange kein Gift verwendet wird. Wir bringen alles mit, was in uns drin ist, was wir wissen, was wir können, wer wir sind, wie wir sind. Das bringen wir mit in unsere Designprozesse. Als wir hier angekommen sind, hier sieht man mal ein bisschen ein Bild, war eben sehr eben. Es gab ein paar Gebäude und 2, 3 Bäume auf 2,5 Hektar. So, also dann kamen wir hierher und ich habe mir ein Jahr lang Zeit genommen, dann diese Diplomarbeit zu schreiben. Habe ganz viel erstmal nur beobachtet, habe nur Modelle gebaut. Ich war außerdem schwanger. Und dann habe ich dieses maßstabsgerechte Modell genutzt, um Lehm hin und her zu schieben und bin dann auf diese Form gekommen. So, als ich mich dann entschieden hatte für diese Form, haben wir einen Radladerfahrer beauftragt, der kam mit seinem Radlader und dann habe ich ihm genau gezeigt, bitte was er machen soll, habe mit Sägespäne markiert, wo er Erde wegnehmen soll und wo er dann die weggenommene Erde aufschütten kann. Der ist nirgendwo tiefer als 40 cm in den Boden gegangen und hat das dann daneben gelegt, sodass teilweise Unterschiede von 80 cm entstanden sind. Und am Anfang waren viele Leute ein bisschen erstaunt und konnten damit nicht so viel anfangen. Und ein paar Wochen später kamen aus dem Boden überall Blumen raus. Kornblumen, wilde Margeriten und Klatschmohn. Weil die Diasporen, die Samen im Boden geschlafen hatten und jetzt an die Oberfläche gekommen waren und dann war es ein riesiges Blumenmeer und dann fanden es alle toll. Es sind sofort viele Wildbienen in die senkrechten Wände eingezogen, wo die Erde verändert wurde und es hat sofort funktioniert, dass man sich hier besser orientieren kann, weiß, wo man langläuft und das ist im Grunde so das ganz übergeordnete topografische Muster,
sowas wie ein Rohbau, der dann lange hier lag und jetzt nach und nach im Detail gestaltet wird. Konnte man mit dem Wind auch einen Unterschied merken? Ja, also es gibt Bereiche jetzt, wo man sich hinhocken kann und sofort merkt, dass es da so gut wie windstill ist, und andere Bereiche, die eben sehr windig sind. Und auch die Vegetation, also die Pflanzen, die von alleine jetzt da wachsen, sind sehr unterschiedlich an den verschiedenen Stellen. Es gibt diesen schönen Spruch, schaffe Zustandsunterschiede und das Leben stellt sich ein. Ja. Und das konnte man hier wirklich richtig gut beobachten, dass wenige Wochen, nachdem diese Veränderung vorgenommen wurde, sowohl die Insekten als auch die Pflanzenwelt sehr viel vielfältiger wurde. Als diese Erde hin und her geschoben war, haben wir dann angefangen, Bäume und Sträucher zu pflanzen. Und Benjeshecken aufzuschütten, also neun Lasteranhänger mit Strauchschnitt wurden uns hierher gebracht und wurden verteilt entlang dieser Planung. Und dann wurde ganz, ganz deutlich, wie jedes Jahr mehr Singvögel hier zu hören waren auf dem Gelände. Am Anfang war es richtig gespenstisch still. Und jetzt kommen jedes Jahr mehr Singvögel dazu. Das ist für mich unglaublich schön. Also vor allem, wenn ich sehe, dass sich ein Vogel auf so einen Baum setzt, den ich gepflanzt habe, dann geht mir einfach das Herz auf. Und zu sehen, wie schnell das Leben zurückkommt an so einen toten Ort, finde ich ganz, ganz heilsam. Permakultur arbeitet mit der Natur. Bevor irgendwas geplant oder designt wird, wird beobachtet, die spezielle Situation, alles, was irgendwie mit dem Projekt zu tun hat. Auch die Menschen, auch die Umgebung, alles. Das ganze lebendige System. Das nächste Merkmal ist halt, wir beschäftigen uns anstatt mit Teilen, mit Ganzheit. Und dieses Ganzheitliche, also die Summe von Eigenschaften zu betrachten und nicht die Einzelteile und die Wechselwirkungen, ist eigentlich sogar damit verbunden, dass wir nicht mehr Substanzen betrachten, also Dinge, sondern wir gucken Beziehungsgeflechte an und Prozesse. Permakultur arbeitet, genau wie lebendige Systeme, mit Wechselwirkungen und Feedbackschleifen. Und auch diese Hecke ist ewig nicht gewachsen, weil darunter die Quecke sich so schön ausgebreitet hat. Und dann haben wir mehrfach im Jahr diese Hecke entkrautet und gemulcht. Ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Ihr habt ja schon eine Vorstellung, wie groß das Gelände ist. Und dann haben wir den Auslauf der Hühner unter diese Hecke gemacht. Und dann haben die Hühner lange unter dieser Hecke gewohnt. Und Hühner lieben Gras. Die fressen eigentlich am allerliebsten Gräser. Und halten den Boden unter der Hecke grasfrei. Und düngen ganz wunderbar mit ihrem Mist. Die Hühner leben extrem gern unter Gehölzen. Die haben da Schutz vor Raubvögeln, haben Schatten. Und die Bäume freuen sich. Und seitdem die Hühner darunter leben, wächst die Hecke wie verrückt. Lebendige Systeme erhalten und gestalten sich selbst. Permakultur baut Böden auf, anstatt sie auszulaugen, zu vergiften und zu zerstören. Hier an diesen Beeten könnt ihr das sehen mit dieser Fruchtfolge. Leguminosen, häufige Kürbisgewächse, Doldengewächse, Liliengewächse, Nachtschattengewächse und Korb- und Gänsefüß. Es geht einfach grundsätzlich darum, nach und nach alle Beete aufzubauen. Ihr seht, sie gehen immer so ein Stück hoch. Ganz wichtig, also das ist eigentlich das Ziel, dass der Boden nach oben wächst und nicht wie sonst in den meisten Fällen von Gemüsebau, wie es mit Humusverlust zu tun hat. Und je mehr Humus da ist, umso leichter arbeite ich. Jetzt tief abwärts. Lebendige Systeme entwickeln sich, wenn man sie in Ruhe lässt, zu immer mehr Vielfalt. Achso, und hier ist eine kleine Baumschule, ein Gerswalder Hasenkopf. Das ist dieser eine Apfelbaum, diese Sorte, von der es nur noch einen einzigen Baum gab oder überhaupt nur ein Baum bekannt ist, nämlich hier im Dorf. Das bedeutet, früher war es ganz normal, alle gärtnernden Menschen, alle, die irgendwie Nahrungsmittel produziert haben, haben selbstverständlich auch selber ihr Saatgut erhalten. Und es ist also eine riesige Kulturvielfalt, die wir hatten. Und davon sind, es ist wirklich schrecklich, ich kriege sofort Gänsehaut, mehr als 90% verloren gegangen in den letzten 50 Jahren. Und wir als Menschen mit unserer sehr vereinheitlichenden Art, die Welt zu gestalten. Ich glaube, dass das eines der Hauptprobleme ist, warum der Klimawandel sich so krass auswirkt heutzutage. Nämlich, dass wir die Welt vereinheitlicht haben. Wir haben die Vielfalt auf dieser Welt, die Vielfalt der Lebensräume, die Vielfalt der Kulturen,
die Vielfalt der Sprachen, die Vielfalt der Arten, wie wir auf diesem Planeten existieren, ist in den letzten 200 Jahren immer stärker vereinheitlicht worden. Und damit sind die Lebensräume und die Bedingungen der Lebensräume auch immer stärker vereinheitlicht worden. Also das beste Beispiel ist die Vereinheitlichung durch die industrielle Landwirtschaft. Egal, wo du hinkommst auf der Welt, überall Monokulturen, ja, da braucht man sich nicht wundern, dass wenn sich weltweit die Klimabedingungen verändern, dass die Auswirkungen auch groß sind. Oder dass sich sowas wie so ein Coronavirus halt zack überall ausbreiten kann, weil er überall die gleichen Lebensbedingungen vorfindet. Es ist nicht nur unser romantisches Gefühl, dass wir gerne viele Schmetterlinge auf unserer Wiese sehen wollen, als Permakulturgestalter, sondern es ist auch die Erkenntnis, die Einsicht, dass wir, wenn wir Vielfalt schaffen, dass wir damit die Stabilität des Systems erhöhen. Wir sind als Permakulturgestalter immer Teil des Systems, was wir gestalten. Johanna Häger und ihre Familie haben in ihrem Haus zunächst provisorisch auf engem Raum gewohnt, bevor sie das Haus und die Zimmer geplant haben und geschaut, was sie und andere brauchen, um sich wohlzufühlen. Wie Räume gestaltet sind, im Haus genauso wie draußen, das hat unmittelbaren Einfluss auf die Menschen und ihre Beziehungen. Permakulturdesign arbeitet nicht nur mit ökologischen Bauweisen und Rohstoffen, sondern gestaltet Räume, Wege, Grenzen, Verbindungen, Ausblicke, Öffnungen und wie diese miteinander in Verbindung stehen. Der Wandelpfad leitet durch die verschiedenen Zonen von ungestörter Privatsphäre und Gemeinsamkeit und Zusammenkommen, verbindet und begrenzt. Permakultur macht sich nicht nur Gedanken darüber, wie der Garten und das Leben der Menschen aussehen soll, sondern auch über den Weg, wie man dahin kommt, wie Entscheidungen getroffen werden, wie gewährleistet wird, dass jede und jeder Beteiligte gehört wird, Einfluss nehmen kann und dann, hoffentlich, das Ganze auch mitträgt. Es gibt viele Methoden, die dazu passen, neue und uralte, zum Beispiel Bürgerbefragung, Dragon Dreaming, gewaltfreie Kommunikation und Ressourcenanalyse und viele mehr. Alternative Wirtschaftsmodelle gehören auch dazu. Die Frage ist hier, was ist echter Wohlstand? Was macht unser Leben reich? Anstatt, wie kann ich mit diesem Stück Land am meisten Geld verdienen? Die Ungerechtigkeiten sind so offensichtlich und warum schaffen wir das nicht, uns auf bestimmte Werte zu einigen als Menschheit? Ja? Aber mir geht es einfach darum zu sagen, das sind Verabredungen, das sind Designs, die sind gestaltbar, da brauchen wir eine Vielfalt. Wir wollen hier euch animieren, diese Verabredungen zu gestalten, eine Vielfalt in ökonomischen Designs zu entwickeln, und nicht zu verzweifeln und zu sagen, ey, es gibt einen Handlungsspielraum, in dem kann ich wirken. Das ist das eine. Wir wollen euch motivieren, da kreativ zu werden und Dinge auszuprobieren. Permakultur ist ein Abenteuer. Wir können nichts planen und das wird dann genau so werden. Sondern der Planungsprozess hört eigentlich nie auf. Wir sind als Permakulturgestalter quasi dazu verdammt, immer weiter zu gestalten. Es hört nicht auf. Das ist ein großes Problem und muss man erstmal aushalten können. Ja, oder ein Geschenk. Oder ein Geschenk. Also natürlich kann ich mit so einem Permakultur-Landprojekt jetzt nicht das globale Klima retten, aber es ist ein Baustein für eine nachhaltige Lebenskultur. Und ich selber habe ganz, ganz viel gelernt hier von dem Gelände und bin auch sehr dankbar zu sehen, wie das Leben hier wieder einzieht. Ich finde das auch faszinierend, dass das über so eine lange Zeit in die Zukunft gedacht ist, das Ganze. Ja, also Permakultur denkt eigentlich immer sehr langfristig. Permakulturprojekte kombinieren eine langfristige Ernte mit einer kurzfristigen Ernte. Das tue ich auch in der Gärtnerei. Also ich habe vor 13 Jahren angefangen, hier Bäume zu pflanzen. Da kann ich jetzt schon viele Früchte von ernten, Maulbeeren, Äpfel, Johannisbeeren, Birnen, Pflaumen. Aber die einjährigen Pflanzen wie Fenchel, Tomaten, sind jetzt eben dazugekommen. Es ist in jedem Fall ein Projekt, was eigentlich für die nachfolgenden Generationen gedacht ist. Sag mal, Johanna, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Warum möchtest du überhaupt nachhaltig sein und wirken? Das ist eine gute Frage. Warum möchte ich nachhaltig sein? Ich glaube, mir macht es einfach unglaublich großen Spaß. Und habe hier diesen Ort gesehen und vor allem diese Grundidee, wie ich den Ort gestalten möchte, die war so stark, die hat mich so getragen, dass ich das einfach umgesetzt habe.
Und diese Liebe zu den Waldgärten, die ist eigentlich erst beim Tun gekommen. Ich weiß gar nicht genau, woher die kommt. Mein Vater hat früher mit mir viel gegärtnert, hat mit mir Komposthaufen angelegt und auch mal Bäume gepflanzt. Als ich noch in Berlin gelebt habe, habe ich auch verschiedene Gartenprojekte gegründet, einen interkulturellen Garten in Kreuzberg. Und da habe ich schon gemerkt, wie gut mir das tut, wenn ich meine Hände in die Erde stecke. Also ich bin ein recht ungeduldiger Mensch. Und wenn ich meine Hände in die Erde stecke oder einfach gärtnern kann, dann werde ich dabei ganz ruhig. Das tut mir sehr, sehr gut. Ich merke richtig, wie ich glücklich werde davon. Und auch die Arbeit mit den Pferden ist was, was ich sehr genieße, weil ich dabei so fokussiert und konzentriert bin und da immer total gestärkt rausgehe, wenn ich 1 bis 2 Stunden mit denen mir Zeit nehme. Und wir haben ja gemeinsam, Christoph und ich, uns überlegt, diesen Ort hier zu gestalten und wollten es auch mit anderen machen. Und wir hatten eigentlich immer gemeinsam viel Freude daran und das war auch sehr wichtig für uns, dass wir das zusammen gemacht haben. Ja, und dann waren es eigentlich immer die Menschen, die so begeistert waren von dem, was wir hier gemacht haben, dass es uns so gut getan hat, dass wir einfach weitergemacht haben. Ja, und ich finde es einfach auch total schön. Ja. Also am Anfang kamen die Leute immer und haben gesagt, naja, viel Potenzial, viel Arbeit und dann sind sie schnell wieder gegangen und jetzt sagen eigentlich alle, oh, das ist aber schön und wollen bleiben. Und es ist wirklich so, es ist ein ganz, ganz schöner Ort geworden, der eine ganz eigene Handschrift trägt und ich glaube, dass diese topografische Veränderung dazu ganz viel beiträgt. Ja, es hat eine besondere Atmosphäre und auch diese Überlegung von privaten Räumen und halböffentlichen Räumen, Orte der Begegnung, wie orientieren sich Menschen und dass sich da rein jetzt die Produktionsflächen einbetten, das macht den Ort, glaube ich, ganz besonders.